Wie soll Dormagen im Jahr 2030 aussehen? Diese Frage sollte im Rahmen der ersten Dormagener Zukunftswerkstatt Jugend beantwortet werden. Der Leiter des Dormagener Schempunkt, Jobs Wierig, begrüßte die jugendlichen Teilnehmer in den Räumlichkeiten des Nachbarschaftsbüros. Für ihn ist der Blick in die Zukunft für den Wirtschaftsstandort Dormagen von sehr großer Bedeutung. Der Chempack ist mit seinen 10.000 Mitarbeitern und mit seinen über 30 Firmen der größte Arbeitgeber hier in der Region. Und viele unserer Mitarbeiter wohnen natürlich auch in Dormagen. Und von daher ist es für uns als Nachbar eine Selbstverständlichkeit, sich an einem Projekt zu beteiligen, wo es dann auch um Themen geht wie Infrastruktur, Lebensqualität, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, auch insgesamt um das Zusammenleben hier in Dormagen. Das Projekt Zukunftsstadt wird in Dormagen vom IFAS-Institut der Hochschule Trier wissenschaftlich begleitet. Für Projektleiter Michael Müller ist es wichtig, den Jugendlichen neue Denkweisen aufzuzeigen. Wir möchten einfach schauen, dass wir die Leute in ihrer Denke lockerer machen, dass sie frei denken, dass sie die Blockade im Kopf lösen und dementsprechend dann aus 2030 heraus wirklich Ideen spontan auch äußern und dann sagen, das ist doch meine Vorstellung für das Jahr 2030, ganz unabhängig davon, zunächst mal, wie bin ich da hingekommen. Ich muss nicht mir direkt Gedanken machen, wie wird das finanziert, wer macht das, welche Zuständigkeiten gibt es. Das ist hier jetzt nicht notwendig, so weit zu denken, sondern einfach nur mal die Vision ganz neu zu denken für die Stadt Dormagen. Die knapp 30 Teilnehmer, allesamt Auszubildende von in Dormagen ansässigen Firmen und der Dormagener Stadtverwaltung, waren dafür aufgefordert, an einer Zeitreise teilzunehmen. Ihnen wurden anhand der virtuellen Homepage der Stadt Dormagen aus dem Jahr 2030 die verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt. Aufgeteilt in mehrere Gruppen sollten Sie nun bewerten, inwiefern die Darstellung auf der Homepage dem heutigen Lebensalltag in Dormagen entspricht. Und welche Schritte notwendig wären, diese Schritte dann auch zu erreichen. Exemplarisch ein paar Stimmen. Unser Hauptthema war die Energieversorgung als Lebensumstand, das wir relativ kritisch gesehen haben, weil wir denken nicht, dass 2030 es möglich ist, komplett Dormagen alleine zu versorgen mit grüner Energie. Ja, am wichtigsten war eigentlich so die Infrastruktur, weil, glaube ich, da vieles drauf aufbaut. Fängt bei dem öffentlichen Personennahverkehr halt an. Dass man Ängste und Grenzen abbaut vor allen Dingen, dass man die Menschen, wie die Stadt es ja bereits schon macht, in engeren Kontakt setzt. Unser Hauptthema war halt eben, dass wir uns überlegt haben, wie wir zusammenleben wollen im Jahr 2030. Und wir kamen halt eben zu dem Entschluss, dass halt eben die Leute mehr miteinander reden sollten und nicht nur über das Handy miteinander kommunizieren sollten. Die einzelnen Gruppen präsentierten ihre Auswertungen danach im Plenum. Warum muss was getan werden? Wer ist denn eigentlich mein Ansprechpartner oder wie könnte man das Thema am Ende bewerben? Diese vielen offenen Fragen warfen noch mehr offene Fragen auf. Und genau darum ging es: der Fantasie Raum geben, sich zu entfalten, die Grenzen neu ausloten. Eike Zender ist Projektmanager des IFAS-Instituts für das Projekt Zukunftsstadt in Dormagen. Der spielerische Umgang mit der Zukunft ist für ihn die Basis für ein kreatives Denken. Das spielerische Element ist sehr wichtig. Wir hatten das auch zu Anfang dargestellt, dass der normale Blick von heute in die Zukunft ganz viele Denkblockaden hervorruft. Also das heißt, man ist immer mit den Hürden und den Problemen beschäftigt, die einen auf dem Weg zum Ziel im Weg stehen würden, als dass man wirklich in dieser visionären Zukunft sich reinversetzen kann. Wir haben einfach neue Wege gesucht, um einfach jetzt in einem traumhaften neuen Dormagen 2030 leben zu können. Also das spielerische Element ist ein ganz entscheidendes. Man hat halt einfach die Möglichkeit, mal was komplett Neues sich auszudenken. Man lässt vielleicht das, was jetzt aktuell mal so ist, zurück. Ob das dann machbar oder umsetzbar ist, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Es hat geholfen, aber es war auch nicht ganz einfach, irgendwie sich vorzustellen, wie es in 14 Jahren in Dormagen aussieht. Man weiß nicht, wo es hingeht. Es ist schwierig, sich ein eigenes Bild davon zu machen dann. Dieses Bild galt es in der Zukunftswerkstatt mit den eigenen Fantasien auszugestalten. Das Ziel ist es eigentlich, diese Vision, also diese Ideen jetzt zu sammeln und im weiteren Prozessverlauf und im Wettbewerbsverlauf in eine Strategie zu übersetzen und auch natürlich Projektideen zu generieren und in die Umsetzung zu gehen. Wir wollen hier schon einen Verstetigungsprozess erreichen,
um auch relativ frühzeitig die ersten Visionen auch Wirklichkeit werden zu lassen. Ein erstes Ergebnis der Zukunftswerkstatt ist die zentrale Vision von einem Dormagen im Jahr 2030. Es geht um das Überwinden von Konkurrenzdenken zwischen den einzelnen Stadtteilen. Dormagen muss näher zusammenrücken und sich dann als Ganzes den Herausforderungen der Zukunft stellen. Zum einen könnten wir den Umweltschutz auf jeden Fall vorantreiben, dadurch, dass wir regionale Produkte anbauen und dass dadurch vielleicht auch regionale Partnerschaften entstehen. Und die Menschen haben natürlich wirklich den Vorteil, dass sie wissen, woher ihre Lebensmittel kommen, dass es sein kann, dass das Ganze günstiger wird. Also dass eine Ernährung, die gesund ist, auch gleichzeitig kostengünstiger wird. Also hauptsächlich finde ich einfach die Nachhaltigkeit, dass man auch als Vorreiter in einer gewissen Weise fungiert. Weil Deutschland ist ja schon Vorreiter als Länder in Europa und auch auf der Welt, würde ich sagen. Aber dass man auch als Stadt in NRW und im Kreis dann einfach mal, ne, da vorlegt, sag ich mal, und wirklich daran investiert, dass man auch das Ziel eventuell schaffen kann, da 2030 wirklich was zu reißen.